Wir sind auf dem Stand von Karthago 2022. Hier ist Andreas mal rein. Grüß dich, Andreas. Hallo Sven, schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Guten Morgen, der 25. August. Wir sind früh morgens aufgestanden. Die Klimaanlage hier ist noch nicht eingeschaltet, weil es ist großer Aufbautag. Sag mal, morgen Freitag, da steht drin Preview Day. Ist der jetzt geöffnet für alle? Dürfen morgen alle schon rein? Ach so, die Nummer. Ja, also ich habe jetzt gehört, früher war es ja mal der sogenannte Fachbesuchertag. Der Pressetag. Der Pressetag, genau. Und das hat man wohl abgelegt. Also der ist morgen, also wirklich für jedermann, jeder kann kommen. Allerdings habe ich mal geguckt, spaßeshalber, die Karten sind schon deutlich teurer als wie die normalen Karten halt. Also man hat da, aus welchen Gründen auch immer, den Kartenpreis halt dementsprechend angehoben für den ehemaligen Fachbesuchertag. Ja, der Preview Day, das heißt, man ist einen Tag früher dran. Empfehlenswert sind mindestens 2 Tage für die Messe. Ich empfehle sogar, wenn man richtig Interesse hat, sich ruhig mal eine Woche freizunehmen. Es gibt einen Parkplatz, da kann man sich hinstellen, campen. Ja, das ist auch nochmal ein eigenes Leben. Hier stehen wir vor einem ganz besonderen Modell, der i5.0 QB von Karthago, die Chic C-Line auf Mercedes-Benz. Nicht ganz billig, aber sehr wertbeständig. Du sagst also, wenn man das Fahrzeug kauft, die das vor 2 Jahren gekauft haben, könnten es heute zum Preis verkaufen, wie sie es gekauft haben damals, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, wenn man jetzt gerade ganz schnell aktuell noch bei uns auf die Webseite guckt, wird man einen C-Line finden aus 2019 unter unseren Gebrauchtwagen. Das Auto hat 3 Tage gestanden und ist verkauft worden für 126.900 €. Und der hat vor 3,5 Jahren, also 2019, hat der vielleicht irgendwo 138.000, 140.000 € gekostet. Also man sieht wirklich viel. Wertverlust hat das Auto wirklich in keinster Weise gehabt. Und das ist natürlich bei den Fahrzeugen, die man heute hier erwirbt, auch, weil der Caravan-Markt, insbesondere Reisemobil, der boomt. Und es gibt ja immer wieder mal so Stimmen in den Foren, ja, da legt sich alles und so weiter. Ich bin ganz sicher, ich würde da Wetten drauf eingehen, dass das sich nicht legt, weil die geburtenstarken Jahrgänge sind biologisch auf dem Markt im wahrsten Sinne des Wortes. Und die brauchen und wollen Freizeit. Qualität. Und da steht tatsächlich die Urlaubsform im Reisemobil ganz weit oben, weil einfach die Unabhängigkeit und den Komfort, den man mitnimmt auf Reisen, einfach ganz klar erkannt worden ist. Ja, ihr seid Vollsortimenter vom kleinen Kastenwagen, dem Malibu Van mit 5,40 Meter Länge, bis hin zum Doppelachser, der hier drauf ist, ja. Auf, ich guck mal gerade, Fiat, der hier läuft. Mhm. Ich sag mal, macht die Marke aus, denn ich sag mal, mehr Modelle bedeutet auch ganz klar mehr Beratungsaufwand, mehr Beratungskompetenz. Ja. Können sich die Leute eigentlich entscheiden? Ich sag mal, so eine Messe, die verwirrt doch mehr, oder? Weil du hast ja nicht nur Karthago, du könntest allein bei Karthago den ganzen Tag bleiben, oder? Ja, das ist so. Also als ich angefangen habe 2014, 2015 mit Karthago, stand für ein A-Händler, also das ist die höchste Qualifizierung bei Karthago, ein Vorführwagen aus 14 Fahrzeugen. Mittlerweile geht das schon stramm auf die 20 an, weil halt eben wirklich so viele Modelle halt bei Karthago zu finden sind. Aber ich finde, das ist wirklich das Schöne, dass der Kunde hier auch über seinen gesamten Lebenszyklus, den er ja so als Reisemobilist auch mitmacht, ich versuche mal das Licht gerade hier einzuschalten, genau, die Entwicklung, die er in seiner Wohnmobilkarriere halt mitmacht, die kann er wirklich mit der Karthago-Gruppe, kann er die mitgehen. Angefangen vom Kompaktline hin bis nachher S Plus oder Liner for Two ist wirklich für jedes Bedürfnis und Geldbeutel, muss man natürlich auch sagen, eigentlich was dabei. Und jetzt hier sind wir jetzt in dem C-Line 6.2, also die Variante mit Queensbett. Das gibt es natürlich auch mit Einzelbett. Das ist schon echt ein dolles Auto. Ja, der hat natürlich eine Wahnsinnslänge. Das sind 3 Achser dann. Klar, diese Tonnage geht mit 2 Achsen nicht mehr. Wie lang ist das? Und diese Länge. Das Auto hat eine Länge von 8,50 Meter, 8,60 Meter so in der Ecke rum. Gott. Es geht ja darum, wenn man den Preis sieht, 142.000 €. Da behaupte ich jetzt einfach mal, das ist ein Spitzenpreis für ein Luxusreisemobil in der Länge, in der Größe. Ja. Kann, ich sag mal, von der Optik her locker mithalten, wenn es da nicht Details gibt, die besser sind als die großen Concorde, Morello, Phoenix und Co. Sie sind aber viel flacher und auch schmaler. Das ist das, was vielen Leuten entgegenkommt. Und sie knallen nicht so. Wenn du auf den Platz fährst, ja, da kommt jetzt das
große Luxusreisemobil. Es ist so ein bisschen dazwischen, habe ich das Gefühl. Es ist nicht so die ganz kleine Sache, ist auch nicht ganz große. Man wird vielleicht ein bisschen eher anerkannt auf dem Platz, weil ich habe es teilweise mit großen Linern schwierig. Ja, also du beschreibst das eigentlich schon relativ gut. Ja, wenn ich jetzt, ich sag mal so, die klassischen Mainstream-Fahrzeuge halt fahre, dann bin ich einfach dabei. Und wenn ich aber dann, nehmen wir das andere Gegenstück, mit so einem riesen Liner komme, von den Marken, die du vielleicht oben genannt hast, eben genannt hast oder sogar noch darüber, dann bin ich irgendwie für viele dann im ersten Augenblick in einer anderen Stratosphäre unterwegs. Und der Karthago, der schafft das wirklich sehr, sehr gut. Ich sag mal, ja, dieses Bindeglied dazwischen zu sein, und hat aber, ich sag jetzt mal, von der Qualität und das, was wir hier verbauen in den Fahrzeug, Haptik, alleine wenn ich hier so einen Türgriff in die Hand nehme, sind wir also mindestens bei den ganz, ganz Großen, und der Abstand ist einfach nicht so groß dann halt da. Ne? Ja, Hand aufs Herz, allein das Chassis hier, was man kauft, also Fiat Ducato 9, der Rahmen muss gekauft werden, die ganzen Zubehörteile, alles ist teurer geworden. Die Mehrwertsteuer ist allein schon drin, das sind allein schon, mal rechnen, 30.000 Euro Mehrwertsteuer, ja, die ab sind. Ja. Das Chassis abgezogen, das ist ein Haus auf Rädern. Also wenn heute einer sich ein Bad oder eine Küche renovieren lassen würde und ich sag mal jetzt mal veranschlagen würde, für ein kleines Bad bist du heute schon mal locker 20, gut, Leute werden jetzt sagen, ich bin Handwerker, ich kaufe mir ein paar Fliesen im Baumarkt, aber du kannst locker 20.000, 30.000 Euro loswerden für eine Küche. Brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erzählen. Ja, da wirst du ein Vermögen. Du kriegst hier eine Designerwohnung fix und fertig auf Räder gestellt, ja, mit denen du hinfahren kannst, quasi fast wo du willst. Oder? Mensch, das hätte ich jetzt echt nicht schöner sagen können. Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Wir haben hier, ich sag mal, eine fahrende Eigentumswohnung auf Rädern. Ich sage meistens immer so mein Spruch, eine fahrende Eigentumswohnung im ständigen Erdbebengebiet. Ja? Wir fahren über Schlaglöcher hinweg, Spurrillen und weiß der Kuckuck was. Spurrillen. Also. Spurrinnen. Nein, Spurrillen. Okay, sagst du Rillen? Ich sag Rinnen. Okay, also Spurrillen. Ja. Nein, Spurrillen. Ja, ist Spurrillen. Ja, das ist, ich hatte mal was Falsches gegessen und hatte am nächsten Tag Spurrillen. Oh ja, okay. Das ist wieder ein Witz vom Sven, den muss man auch erstmal verstehen. Aber es ist tatsächlich so. Und hier in so einem Reisemobil, ja, da soll dann nichts klappern und quietschen. Und das kriegen wir bei Karthago auch tatsächlich so hin, dass wir wirklich hier, weil wir einen extrem hochwertigen Möbelbau haben, wirklich Fahrzeuge verbauen jetzt hier, wo die Möbel ineinander verzapft sind. Das heißt, wenn man mal so eine Werksbesichtigung in Aulendorf beispielsweise mitmacht, das ist wirklich hochinteressant, kann ich jedem empfehlen. Da läuft das gesamte Fahrzeug komplett fertig. Man könnte theoretisch drin wohnen, im Band, also alle Möbel drin, die komplette Installation drin, aber es sind noch keine Wände und kein Dach drauf. Und erst dann später kommen die Wände und das Dach, und dann werden erst die Möbel mit der Seitenwand beispielsweise verschraubt. Das heißt, die werden nicht hier reingeschraubt und hängen an der Seitenwand, sondern die sind in sich tragend, weil sie wie der alte Zimmermann früher gearbeitet hat, ineinander verzapft sind und dann nochmal zusätzlich verschraubt sind. So haben wir eine unheimliche Stabilität im Möbelbau. Hier kann man ruhig mal an was rumropfeln oder hier auch an so einer Klappe. Da hat man nichts in der Hand oder so. Das ist wirklich hohe Handwerkskunst. Von den Fahrzeugen, die von innen nach außen gebaut werden, da gibt es ja zwei grundsätzliche Aufbauarten. Also wie man das kennt aus einem ganz normalen Bau, Getränkefahrzeuge und Co., die werden von außen nach innen gebaut. Aber hier wird von innen nach außen gebaut. Du sagst, setzt euch mal in so ein Auto rein, fahrt mal Probe und ihr werdet auf der Rüttelpiste ein echtes Erleben erleben im Vergleich zu vielen anderen. Die rappeln und klappern, und hier ist das, ich meine, es klappert alles, aber es ist so angenehm, dass die Leute den Unterschied direkt merken. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe ja eben schon mal gesagt in einem anderen Video, komischerweise verkaufen wir 99% der Reisemobile ohne Probefahrt. Karthago hat auch bis jetzt immer, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es dieses Jahr ist. Ich habe nichts davon gehört, deswegen gehe ich davon aus, dass es dieses Jahr leider nicht angeboten wird. Aber die Jahre davor hatten wir auch immer Probefahrten auf der Messe angeboten. Das hat kein Hersteller gemacht. Und es war wirklich so, dass dann die Kunden reinkamen, und ich erlebe das bei unserem Handelsplatz auch jeden Tag, die kommen rein und sagen, warum ist der so leise? Also nicht nur vom Möbelbau, sondern auch von der Schallisolierung, was Motor und Getriebe und Fahrgeräusche ausmacht, ist ein Karthago wesentlich leiser als andere Reisemobile. Nachteil, es gibt das Fahrzeug nur mit 40 Zoll Fernseher. Das heißt,
Aber ist das nicht geil? 40 Zoll in einem Fahrzeug und der 40 Zöller kann einfach runtergefahren werden. Das ist unglaublich. Du hast ein Raumgefühl hier drin wie in einem großen Liner. Ja. Breite von dem, ist es 2,40, 2,35? Nein, 2,27 Meter. Allerdings bei Carthago messen wir Aluminium, also wirklich Außenwand und haben jetzt nicht noch irgendwie Radkästen oder Spiegel mit eingemessen. Das ist eine echte Breite von 2,27. Sehr handlich. Und sehr handlich. Ich mache mal hier mein Telefon im Flugmodus, das hat mich gerade gerappelt. 2,27 Meter und haben aber trotzdem innen drin eine wirklich große Innenbreite. Und darauf kommt es an. Also was ich außen für ein Maß habe, ist ja komplett uninteressant. Und die Messweisen der einzelnen Hersteller sind echt unterschiedlich. So, komm, wir gehen mal raus. Ja. Großer Rundgang. Wir werden jedes Fahrzeug einzeln zeigen. Da haben wir einiges vor. Das wird bis heute Abend gehen. Wir haben aber, ich sag mal, Unterstützung mitgebracht. Der Christian macht die B-Kamera so ein bisschen mit dabei. Chic C-Line i4.9 LEL. Für was steht das LEL? Genau. LEL, der ist 30 cm länger und hat einen 20 cm längeren Radstand. Der ist jetzt hier auch auf einer Mercedes-Benz verbaut. Und diese 30 cm merke ich im Innenraum dadurch, dass das Fahrzeug eben nochmal einen zusätzlichen deckenhohen Kleiderschrank hat auf der rechten wie auch auf der linken Seite. Das ist jetzt so schon ein bisschen so, ich sag mal, ja, der kleine E-Line, sage ich jetzt mal so. Ja, ne? Geh mal bitte rein. Ja, gerne. Dass wir das mal zeigen. Der kleine E-Line, C-Line, E-Line, E-Line ist, wo ist da der Unterschied, Andreas? Ich blicke ja gar nicht mehr durch. Du blickst da nicht durch, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Warte mal, ich muss hier erstmal alles einschalten. Also grundsätzlich muss man mal sagen, ich meine, ich komme ja von Mercedes-Benz, da habe ich wahrscheinlich ein Geheimnis draus. Kleiner Augenblick, hier fährt das noch gerade alles hoch. Sage ich immer, das ist wie beim Daimler A, B, C-Klasse, E-Klasse. Und so muss man es beim Carthago einfach auch sehen. Die C-Line ist halt unsere C-Klasse und der E-Line ist halt unsere E-Klasse. Und das hier geht schon ein bisschen ran an die E-Klasse, sagst du? Das ist so ein bisschen so in die Richtung. Ich kann natürlich aus so einem C-Line hier kann ich ausstattungsmäßig ein Fahrzeug machen, was dem E-Line in nichts nachsteht. Was er nicht machen kann, dafür ist es halt ein C-Line. Er hat eben nicht diese Höhe innen drin. Der E-Line hat eine Stehhöhe von 2,11 Meter und hier habe ich eine Stehhöhe von um und bei 2 Meter. Hab natürlich aber in so einem Auto hier auch ein komplett ebenen Boden, also keine Stufen und Kanten oder so etwas drin. Aber ich kann so ein Fahrzeug auch ausstatten mit alte Warmwasserheizung, weil hier ist serienmäßig die Thoma 6 drin, außer in den XL-Grundrissen. Ich kann das Fahrzeug genauso ausstatten wie ein E-Line am Ende des Tages. Und ich habe natürlich im E-Line klar einen anderen Möbelbau drin, ein anderes Design drin. Schon ein Unterschied, aber von den reinen, ich sag mal, Eckdaten her, bis auf die Innenhöhe, kann ich das Auto auf das gleiche Niveau bringen. So, am Ende des Tages kommt es immer darauf an, wo man das Ganze kauft. Ist der Service akkurat? Ja. Du sagst, wir bieten einer der besten Servicewerkstätten für Carthago in Deutschland. Kunden kommen zu dir mit allen Carthagos aus ganz Deutschland, aus ganz Europa sogar an. Ja. Gerade mit Unfallschäden, gerne. Weil, ich sag mal, du lachst jetzt, aber die müssen fachgerecht behoben werden. Das machen natürlich viele Carthago-Kollegen, aber ihr habt euch spezialisiert auf die Beseitigung von Unfallschäden. Da haben wir einige Videos zu gemacht. Richtig bös ramponierte Fahrzeuge werden wieder auf Niveau ab Werk gebracht. Ja, also wir haben jetzt wirklich dieses Jahr Unfallschäden gehabt, ohne Ende. Also woran es liegt, ob es jetzt liegt, weil einfach mehr Autos auf der Straße unterwegs sind. Sei es Kastenwagen gewesen, der hinten komplett zusammengefaltet gewesen ist oder einen Highliner hatten wir da gehabt. S-Plus, E-Line, alles mit Unfallschäden, Seitenwände ausgetauscht. Das ist alles von der Sache her machbar und darauf haben wir uns spezialisiert. Ja, genau. Hier siehst du, ich hatte ja eben über die 30 cm gesprochen und die zwei deckenhohen Kleiderschränke, die einmal ganz kurz gezeigt. Aber hier ist einer halt auch dran mit einer LED-Beleuchtung halt drin. Weiß nicht, ob du mit der Kamera rumkommst. Also da kann ich halt Dinge aufhängen. Und hier auf der anderen Seite ist dann ebenfalls nochmal so ein großer Schrank, der nochmal deutlich breiter ist. Hier haben wir einen etwas schmaleren Schrank. Länge von dem Fahrzeug? Der müsste jetzt um und bei 7,80 Meter, 7,90 Meter sein. Ein kompaktes Maß. Ich fahre ja Wohnwagen. Die Plätze fragen jetzt, immer ab, wie lang ich fahre Wohnwagen. Der ist aber auch 6,80 Meter und so. Was ist denn dein Tipp? Die Campingplätze fragen gern, wie lang ist denn ihr Fahrzeug? Ja. Wenn ich sage, ich habe nur einen Wohn-
Wohnwagen, dann fragen die schon gar nicht mehr. Dann wirst du immer durchgewunken, obwohl der Wohnwagen auch 9 Meter hat. Ja. Wo ist da der Unterschied? Das verstehe ich nicht. Warum kriege ich mit einem 8 Meter Wohnmobil keinen Platz und mit einem 9 Meter Wohnwagen schon? Ja, also früher habe ich mal ein Schiff gehabt und es war immer sehr interessant. So ein Schiff scheint wohl variabel zu sein, wenn man dann das so dann abends schon mal in den Hafenkneipen so gehört hat. Also beim Hafenmeister ist ein Schiff immer sehr klein, da wird es eher mal 1 Meter oder 2 kürzer gemacht, weil die Liegegebühren meistens nach Länge bezahlt werden. Ja. Und abends an der Theke waren die alle 5 Meter länger. Ne? Beim Reisemobil ist das, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt, weil da wird es ja einfach nur nach Parzellen bezahlt. Ich weiß nicht, ich glaube, dass es einfach so ist, dass ein Wohnwagen, wenn ich den abkoppel und die viele Wohnwagen jetzt gerade auch im Luxussegment, die haben ja einen Mover dran, bin ich dann schon noch mal eine Ecke handlicher auf einem Campingplatz. Klar, oder Stellplatz. Die Deichsel kann ich auch ins Gebüsch oder sowas drücken. Irgendwie so etwas. Also ich vermute mal, es geht wirklich um die Rangierfähigkeit. Also was mir immer auffällt, also ich finde eigentlich die Länge von einem Fahrzeug, ich will nicht sagen, nicht entscheidend ist, aber ob ein Auto jetzt 8 oder 9 Meter ist, also wo ich mit 8 Meter hinkomme, komme ich auch mit 9 Meter hin, auf jeden Fall, ist eigentlich die Höhe. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ein echtes Argument für so ein C-Line. Ja, wenn ich andere Line halt sehe, die sind dann 3,40, 3,50, 3,60 zum Teil oder noch höher. Das Problem ist wirklich die Höhe, weil wenn ich jetzt nach Italien fahre, Toskana oder so, da stehen viel von diesen kleinen Olivenbäume und da komme ich mit einem großen Fahrzeug stellenweise gar nicht durch oder verkratze mir die Seitenwände dann durch, wenn ich da meine Parzelle aufsuche. Und der C-Line ist mit 2,89 Meter auf dem Fiat und mit knapp 3 Meter auf einem Mercedes-Benz ist der echt noch in einer absoluten seriösen Höhe unterwegs, wo ich keine Probleme in der Praxis bekomme. C-Line, C-Tourer. Genau. Wo ist da jetzt der Unterschied? C-Line, C-Tourer? Genau, der C-Line ist in der, ich sag mal, Hierarchie bei Karthago, ist der eine Stufe über dem C-Tourer. Der C-Tourer ist im Grunde genommen, wenn man das Kompaktline-Modell jetzt mal gerade außen vor lässt, der hat nochmal andere Unterschiede, ist der C-Tourer quasi so der Einstieg in die Karthago-Welt. Okay, das ist also... Ich weiß nicht, ob gerade C-Line gesagt oder der C-Tourer ist der... C-Tourer, hast du gesagt, ja. Das ist alles richtig. Kriegt man auch unter 3,5 Tonnen? Wie sieht es denn aus mit der Zuladung, wenn ich sag mal, nur eine Badehose mitnehmen geht? Ja, Badehose und Kreditkarte geht immer. C-Tourer 141 ist für mich ein absoluter Favorit. Das ist ein Auto, das kann ich auch seriös mit 3,5 Tonnen hinstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich darf ich nicht jetzt in der Ausstattungsliste über allen Haken machen und hier Hubstützanlage und Solar und ich sag mal, die längste Markise, die geht. Wenn man da ein bisschen, ich sag mal, mit Verstand dran geht, kriege ich einen C-Tourer 141 seriös unter 3,5 Tonnen hin und habe auch noch eine, ich sag mal, brauchbare Restzuladung. Ja, wir reden meistens über 300 Kilogramm. Da gilt wirklich, ich sag mal, sich zusammenzureißen. Ich habe jetzt auch mal ein neues Fahrzeug konfiguriert, 7,5 Tonnen. Sogar mit Euro Cargo, mit einem großen Chassis, da kriegst du eine Tonne Zuladung hin, dann hast aber eben keine Klimaanlage, kein Geschirrspüler, keinen riesen Backofen. Das ist die Frage, wo geht's Camping hin? Du selbst bist viel Offroad unterwegs, du brauchst oft die Klimaanlage gar nicht. Also das ist Fenster auf und fertig. Nee, also ja, wie du es gerade gesagt hast, was mir immer wichtig ist, das ist für mich eines der besten Zubehörgeschichten, die es so gibt und kosten wenig Geld, ist so ein elektrischer Dachhaubenlüfter. Damit kann ich einfach die warme Luft, die im Auto entstanden ist, abziehen und dann mache ich meine Seitenfenster oder auch einfach nur Dachluken, wenn ich jetzt kein Fenster öffnen möchte, mache Dachluken auf und dann stelle ich den Dachhaubenlüfter auf Absaugen und so habe ich dann permanent eine Zirkulation im Fahrzeug drin. Und es ist ja nun mal so, egal wo ich bin, nachts kühlt es ja schon deutlich ab und dann kriege ich immer mein Auto alleine darüber, wenn die Sonne untergegangen ist, auch sehr schnell auf Temperaturen um die 20 Grad runtergekühlt. Ja. Klimaanlage ist natürlich praktisch, wenn du jetzt so ein schwüles Wetter hast. Ne? Stimmt, Italien, schwüles Wetter hatten wir jetzt. Doof, ja. Kriegst du abends nicht raus, aber man kann ja auch alle Fenster öffnen. C-Kompaktline 141, ist er das hier? Nee, das ist ein Kompaktline 138. Auch ein echt interessantes Auto. Der Kompaktline, muss man ja sagen, ist ja so, ich sag mal, der Mini-Liner. Ja, wenn ich mir so ein Kompaktline jetzt bestelle, so, ob es ein 143 oder 138 ist, aber jetzt insbesondere so ein 143er beispielsweise, lass vorne das Hubbett noch raus, dann habe ich echt
wirklich so einen kleinen Mini-Liner halt. Ne? Der 100, das ist jetzt ganz interessant. Jetzt, guck mal, hier vorne steht 141 drauf und die, das Preisausschreiben ist 138. Gut, ist Donnerstag, die sind noch nicht fertig. Ja. Nee, also, weil das ist nämlich auch ein 141er, der 138. Ich habe drauf geschaut, habe gesagt, das ist ein 141er. Als du das gesagt hast, habe ich gedacht, Andreas, du bist ein bisschen jünger als ich, muss ich sagen, aber ich habe etwas mehr Erfahrung. Also das ist ein 141er. Ja, das ist ein 141er. Da bin ich froh, dass du dabei bist. Der ist 6,65 Meter lang und der 138er, der da hinten steht, der hat ein echtes Kastenwagenmaß. Der ist 6,40 Meter lang. Darf ich sagen, warum ich das wusste? Nee. Guck mal hinten drauf. Stand hinten? Ich stand hinten auch noch. Ach so, da habe ich das nicht. Ich habe doch keine Ahnung davon, aber ich habe das gesehen und habe gedacht, hier, den Andreas hole ich mir jetzt mal. Ja. Also der 141er ist 6,65 Meter lang und der 138er, an dem wir jetzt hier gerade dran stehen, der ist 6,40 Meter lang und ist damit genauso lang wie ein Malibu-Kastenwagen. Und der Kompaktline hat eben eine etwas reduzierte Breite, nämlich um 15 cm. Du siehst da hinten das Schild stehen. Der ist nur 2,12 Meter breit und ist damit wirklich super handlich. Also ich kann damit durch Baustellen fahren und habe da überhaupt kein Problem jetzt mit, weil das Auto halt wirklich so handlich ist. Ne? Es ist ein absolutes Wunder mit 2,12 Meter, wenn die Leute sagen, ja, dann habe ich ja keinen Innenraum mehr. Nee. Wir haben Kastenwagenbreite. Genau. Also es ist 1:1 Kastenwagenbreite. Ich habe die Handlichkeit von einem Kastenwagen. Ja. Ich habe den Auftritt. Früher waren übrigens ganz viele Reisemobile mit diesem Maß. Also, dass die alle größer, schöner werden mussten, das ist fast eine Erfindung der Neuzeit. Guck dir mal die Fahrzeuge aus den 90er Jahren an, die meistens raufkamen. Ja, egal was das war, die waren alle nicht viel breiter wie 2 Meter. Ja, das ist so. Also ich habe einen Kunden, der ist Pilot bei einer großen deutschen Airline und der kam damals im Ursprung zu uns hin, wollte eigentlich einen Kastenwagen kaufen und hat aber noch nie vorher Wohnmobil gefahren und ist durch die einzelnen Modelle mal so durchgelaufen. Und dann irgendwann kamen wir tatsächlich in den Kompaktline rein und er hat sich dann tatsächlich für den Kompaktline entschieden, weil du hast hier wirklich ein richtiges Reisemobil und hast aber eine Breite wie in einem Kastenwagen. Jetzt ist natürlich ein Kastenwagen ist auch ein Reisemobil, aber hier ist richtig Reisemobil und ja, das ist wirklich sehr luxus. Ich sage mal, der Liner, der Mini-Liner im Markt ist einfach der C-Kompaktline. Ja, das ist der große Bruder. Der ganz große Bruder, jetzt machen wir mal einen Sprung hier, mein lieber Spahn. Ja, das so, neben der ich sag mal Reststoffmülltonne, die hier noch da ist. Wir filmen heute übrigens am Donnerstag, den 25. August, für alle, die einschalten, 2022. Noch vor Messebeginn haben wir den ersten großen Rundgang mit aufgezeichnet, zusammen mit Christian. Vielen Dank, Christian, erstmal dafür, dass du bei uns bereit bist. Und ja, das ist eine Klasse. Ist das der größte aus der Klasse? Ja, also wir sind jetzt hier am S Plus dran. Das ist ein 61er, das heißt, sprich, der hat die Längseinzelbetten hinten drin. Da gibt es noch das 64er, also den 64er Grundriss. Der hat dann hinten Queensbett drin. Und beide stehen jetzt und gibt es auch nur auf dem Iveco 65. Das heißt also Tonnage 6,7 Tonnen. So, 6,7 Tonnen, ein sehr leichtes Fahrzeug, Spritverbrauch ist moderat, so um die 13, 14 Liter braucht er. Also es ist jetzt kein riesen Spritfresser, wenn ich überlege, dass mein neuer Toyota mit dem Anhänger braucht 15 Liter. Was drauf ist, Ausstattungsoptionen, ausgestelltes Fahrzeug, 276.760 Euro. Das will gut überlegt sein. Was ist da für ein Fahrzeug drunter, Iveco Daily? Ja, Iveco Daily, hatte ich gerade gesagt, 65er Chassis. Ist das eine Wespe oder eine Fliege? Ich weiß es nicht. 65er Chassis ist da drunter. Bei dem S Plus muss man ganz klar sagen, ich komme auch gerade ganz frisch aus Susara. Ich war im Iveco Daily Werk gewesen und man muss ganz klar sagen, beim Iveco Daily hat man natürlich, ich sag mal, schon Faktoren, die wirklich kaufentscheidend sind. Ja, es ist drin der Hauptschalter nicht an, deswegen kann ich Licht nicht anmachen. Ich habe Licht dabei, aber du hast eine Riesengarage, du kannst den Roller reinstellen. Ja, Riesengarage, das ist einer der Punkte, die ist mit 450 Kilo beladbar und natürlich die Garage hat eine unglaublich lichte Höhe. Hier kann ich ein echt großes Motorrad mitnehmen, ob es jetzt hier eine BMW 1250 GS, GSA ist, die kann man hier wirklich reinbringen, passt auch von der Länge hier drin, habe ich schon ausprobiert, ich fahre so ein Moped, aber ich habe hier Traktion ohne Ende, weil Heckantrieb und weil optional Differentialsperre möglich. Ich habe Anhängerlast bis 3,5 Tonnen beim 65er Chassis und 3,3 Tonnen beim 50er Chassis und ich habe natürlich Zuladung bei diesen Autos von mehr als 1000 Kilogramm.
Und das sind natürlich Argumente, wo man einfach sagen muss, ey, da geht kein Weg mehr am S Plus vorbei. Also S Plus ist immer gleich bedeutend. Warte, mach mal Licht an. Geh mal gerade ein Stückchen runter. Gleich bedeutend mit Iveco-Chassis. Da geht kein Weg dran vorbei, weil ich hier einfach eine wahnsinnige Tonnage habe und einfach Faktoren habe, wo der Kunde, wenn er jetzt Oldtimer mitnehmen möchte oder wie in dem Video, was ich da gemacht habe, Boot oder so, dann kommt der am S Plus einfach nicht vorbei. So, wir schauen mal kurz rein, auch hier längs Einzelbetten. Das Ganze erinnert mich extrem an die großen Linerfirmen. Da könnt ihr wirklich mithalten, oder? Ja, ich sage auf jeden Fall ja. Und guck dir mal dieses riesige Bad an, dieses Raumbad. Und das Schöne ist, bei vielen Linern höre ich dann immer von Kunden, wenn wir bei uns mal einen Liner stehen haben von Fremdfabrikaten, dann haben die oftmals so die Toilette irgendwie so in dem Raumbad mittendrin stehen. Und das mögen viele Kunden nicht, weil das Klo dann irgendwie im Raum steht. Hier hast du wirklich also ein richtiges Badezimmer, hier hast du deinen Waschtisch, deine Dusche und hier hast du einen separaten Toilettenraum drin, wo ich auch ordentlich Platz habe, wo ich die Knie nicht über den Ohren hängen habe. Und das ist also das XXL-Bad hier drin ist sensationell. Handtuchhalter drin, natürlich Keramiktoilette und Fäkaltank, das ist überhaupt keine Frage. Riesengroßen Kleiderschrank hier auf der rechten Seite verbaut, nochmal mit separat Fußbodenheizung extra fürs Badezimmer. Und die Bettheizung hinten drin kann ich noch mal abschalten. Du, wir machen ein extra Video hierüber. Ja, alles dann gut. Ich gehe da nicht ins Detail rein. Weil also ich will es nur mal kurz erwähnen. Wir werden nahezu alle Fahrzeuge, die wir jetzt im Schnelldurchlauf filmen, noch mal einzeln filmen. Im Detailfilm, aber wir wollten nur zeigen, das ist Karthago Modelljahr 2023. Hat sich nicht so viel geändert, aber Kleinigkeiten erkennst du überall, musst du sagen. Ja. Das ein bisschen da, also es fing an mit der Parkbremse beim Fiat Ducato. Ja. Fiat Ducato 9 kommt jetzt, wird ausgeliefert, 23, mit vielen Chassis. Was hast du gesagt? Mit vielen Chassis wird der 9er Ducato ausgeliefert? Genau, richtig. Also wir sind für das Modelljahr 23 stückzahlenmäßig gut bestückt. Das heißt also, wir haben ausreichend Chassis für unsere Größe und sind auch, ich sag mal, wenn man die Marktsituation gerade sieht, relativ schnell und gut lieferfähig. Das trifft auf die Malibu-Vans zu und natürlich auch auf die Karthagos. So, komm, lass uns mal weitermachen. Auch hier das Fahrzeug wird es dann on Detail geben. Wir sind nicht live, aber in der Aufzeichnung vom Caravansalon 2022. Der Tag, der Aufbautag. Wie viele Tage wurde hier aufgebaut? Einige Tage, oder? Ja, die sind eigentlich schon die ganze Woche hier dran. Also so heute ist so quasi final und die sind hier bis morgen früh 3, 4, 5 Uhr sind die dran. Hier müssen noch überall die roten Teppiche verlegt werden und Beleuchtung noch. Die Autos müssen ausgezeichnet werden, vor allen Dingen korrekt ausgezeichnet werden. Also für den Besucher, der sich jetzt hier auf dem Caravansalon orientieren möchte und zu uns an Halle 16 kommen möchte. Wir haben hier in der Mitte haben wir so eine Iveco-Insel. Da ist alles, was auf Iveco verbaut ist, also sprich S Plus und Liner Fortwo. Dann haben wir hier an der Kopfwand haben wir die E-Lines halt dementsprechend stehen. Sind auch alle Varianten da, ob jetzt den 50er E-Line oder die großen Doppelachse 61er, 64er, ist im Grunde genommen für jeden das richtige Fahrzeug da, wo man sich dann auch mal umschauen kann. Ne? Die Mühe, die wir uns machen, die zahlt sich dann im Nachhinein aus. Viele Grundrisse können wir detailliert im Video zeigen. Der Kunde hier hat gar keine Möglichkeit, selbst wenn er den ganzen Tag mit Führung, was schon schwierig ist, ja. Also hol dir mal einen Verkäufer und sag, nee, ich will kein Auto kaufen, ich will mir alle angucken. Haben Sie Zeit von 9 bis um 18 Uhr? Zeigen Sie mir mal bitte alle Autos, geht nicht. Doch, das geht. Aber das geht wirklich besser auf. Für einen einzigen. Ja, nee. Das heißt, du gehst den ganzen Tag mit einem Kunden. Nein. Also ich sage immer so, die Messe ist wirklich, da ist echt Stress. Also auch für uns Riesenstress. Also ich bin die Woche vorher bin ich schon für nichts mehr zu gebrauchen im Kopf. Aber wenn man wirklich mit ganz, ganz viel Ruhe gucken möchte, da geht es jetzt gar nicht um die Verkäufer. Was sind ja auch andere Leute da und die in das Auto rein wollen. Ich glaube, da fährt man wirklich zum Handelsplatz hin und schaut sich da die Fahrzeuge an. Das Problem ist natürlich, der Handelsplatz hat jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich die 23er Modelle noch gar nicht da stehen. Deswegen hat der Kunde, der sich für ein Auto interessiert und sagt, ich will jetzt nächstes Jahr mit einem Reisemobil los, hat ja gar keine andere Chance, als wie zum Caravansalon zu kommen. Also wirklich gucken und beraten ist ganz, ganz wichtig, weil wir reden hier über eine Rieseninvestition. Da hat man sich früher locker eine Eigentumswohnung für gekauft. Da kriegt man schon stellenweise Häuser für. Definitiv muss der Kunde hier für sich genau entscheiden und vergleichen, was ist für ihn das richtige Fahrzeug. Und da ist es natürlich schön, wenn man einen Verkaufsberater an der Seite hat, der auch wirklich mal ein offenes Ohr hat und mal in den Kunden reinhört. Wer soll das sein?
Wir zum Beispiel von Marienkarawaning. Rote Schuhe. So ist schön eingeleitet. Rote Schuhe, bitte darauf achten, ganz genau. Weil du gerade so gesagt hast, Sven, hilf mir, ich kann selber nicht sagen, dass wir gut sind. Ja. Sternchen steht drauf, ist jetzt hier abgedeckt. Ist das Zufall? Ja, Zufall. Nee, das ist kein Zufall. Das ist Zufall, dass es abgedeckt, aber es ist kein Zufall, dass ein Sternchen drauf ist. Ein fettes Teil. Was ist denn das hier, I61 XLLE? Das ist im Grunde genommen das Gleiche, wie wo wir eben in dem S Plus gewesen sind. Der Grundriss ist der gleiche. Man muss mal so sagen, ich mache aber eigentlich ungerne diesen Vergleich, diesen 61er Grundriss kriege ich mit drei Chassis. Ich kann den mit Fiat Ducato kann ich den ordern. Ich kann den mit Mercedes-Benz ordern. In diesen beiden Fällen habe ich natürlich jeweils Frontantrieb und hinten eine Alko-Kombination. Oder ich sage, ich brauche eben genau diese Features. Und wenn wir jetzt noch mal ein Stück zurückgehen, vielleicht kann ich mit der Kamera noch mal weglocken, dann kann man es auch mal optisch einfassen. Und für diese Features, die ich eben genannt habe, nämlich Anhängelast, Traktion, extrem hohe Zuladung, habe ich dann, wenn wir beim 61er bleiben, eben auch den Iveco zu Wahl, wo ich dann eben genau diese Punkte habe. Und die stehen da oben nochmal. Das haben wir nochmal aus Susanne mitgebracht. Guck mal hier. Das Bild haben wir am Gardasee gemacht. Ich habe eine extreme hohe Anhängelast, 3,5 Tonnen, eben gesagt. Zuladungsreserve, automotiver Liner, ja gut, okay, das ist der andere für mich auch. Ja. Und habe eben hier eben die Möglichkeit, genau diese Dinge, die der E-Line eben nicht kann, die kann ich mit einem S Plus auch noch abbilden. Das heißt also, wenn einer sagt, das ist eigentlich mein Auto, ich habe aber die und die Hobbys, dann kann er jetzt wirklich entscheiden, nehme ich ein S Plus, nehme E-Line auf Mercedes oder nehme ich ihn einfach auf Fiat. Jeder so, wie er mag. So, ein großes Auto. Die Qual der Wahl preislich würde ich doch mal gerne mal schauen, wo wir ungefähr hier liegen. Ich kann mal raten, ich denke mal so um die 250, oder? Ja, die sind da bestimmt zu finden. 233. 233. Jetzt haben wir hier ein klassisches Messefahrzeug und ich will jetzt... Voll, oder? Ich will jetzt will ja gucken, dass wir in deine Schätzrichtung kommen. Hier fehlt die Markise, fehlt noch dran. Im Regelfall wird so ein Fahrzeug auch mit einer Hubstützenanlage verkauft. Die ist jetzt hier auch nicht runter. Und also die 250, die schaffen wir zwei. 5,5 Tonnen langt das? Ja, 5,5 Tonnen ist schon eine ganze Menge. Das Auto, so wie das hier ausgestattet ist, wird so um die 4,3 Tonnen wiegen. Jetzt kommt noch die Stadt an Ausstattung noch dazu, was so ein Auto auch für gewöhnlich mitbringt. Also ich komme am Ende des Tages, da sage ich wieder, auf 4,6, 4,7, wenn er richtig voll ausgestattet ist. Und dann habe ich so irgendwo um die 650, 700 Kilo Zuladung. Ja, hier ist die Stehhöhe, war ja das, was du eben erwähnt hattest, ja, die ist höher. Ja, ja. Ja, der Jürgen Fleuter von Karthago, der sagt immer, wenn du in den E-Line hineingehst, und das stimmt wirklich, dann hat man so diesen Kathedraleneffekt, diesen Kathedraleneffekt, weil es wirklich immens hoch ist. Du hast hier, wenn du mal gerade die Kamera auf mich hier, ich bin 1,82, ja, und dann guck mal hier, wie viel Raum hier noch über mir ist. Also wirklich für groß gewachsene Leute ist das ein Auto, wo man hier wirklich, ich sag mal, ja, ohne sich den Kopf zu stoßen, durchlaufen kann. Jetzt hat er noch diese Option Skydream, da fliegt dieses Hubbett vorne raus und diese zwei Dächer oben kommen da rein. Das hat schon Saloncharakter. Das ist ein richtig edles Auto. Ne? Andreas, setz dich mal hin. Ja, gerne. Sehr schön. Das ist sehr, das ist überhaupt, ja. Der Andreas, setz dich mal hin. Ja. Ich sag mal, filmen ja ganz viel und berichten von der Messe. Das Ganze, ich sag mal, du kriegst viel Lob als Verkäufer. Leute sagen, du bist eine ehrliche Haut. Aber letztendlich müssen wir über ein Thema reden, das ist Verfügbarkeit. Und das Thema auch, sich zu entscheiden. Mhm. Ich sag mal, Leute sehen jetzt die Videos, sagen, ah, ein Karthago würde ich gern haben. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Das ist so, ja. Sagt man ja so. Was spricht nochmal für Karthago? Was würdest du sagen? Es ist A, made in Germany, aber auch in anderen Ländern wird gut gebaut. Ja, also es ist A, teilweise made in Germany. Also der E-Line S Plus und Liner for Two wird in Aulendorf, in der Nähe von Ravensburg gebaut. Die anderen Fahrzeuge werden in Oranje gebaut, ist qualitativ, aber absolut überhaupt kein Unterschied. Für mich spricht bei einem Karthago ganz klar dafür, wenn ich so ein Fahrzeug, wenn alleine die Erscheinung, wenn so ein Auto auf dem Campingplatz angefahren kommt, so ein Auto strahlt Souveränität aus und so ein Auto ist wirklich in sich ein stimmiges Konzept. Das Durchladesystem, was wir haben, den Klimaspeicher-Doppelboden, wo ich wirklich frostsicher Ladung verstauen kann. Für mich ist ein absolutes Argument der Möbelbau in so einem Fahrzeug. Der ist für mich absolut richtungsweisend in der Caravan-Branche. Ich behaupte immer so, bis 250.000, 300.000 Euro sind wir, was Möbelbau betrifft, ganz, ganz sicher Benchmark im Markt, weil da macht uns so schnell keiner was vor. Auch das Ambiente und das Flair, wenn ich in so ein Fahrzeug hineinkomme, ja, das ist einfach, das strahlt Ruhe und Gediegenheit aus. Das ist schon, ich sag mal, was ganz Besonderes. Wenn ich in so ein Karthago reinkomme, fühle ich mich eigentlich zu Hause.
Bart und Co. Ja, die Qual der Wahl Mercedes-Benz, ein schmales Fahrzeug. Was gelungen ist bei dem Fahrzeug, sind die Proportionen. Wenn du vorne, ganz ehrlich, er ist hoch, er ist, er sieht nicht aus, also ich sage es immer wie so eine große schwangere Kuh, die du hast, mit unförmigen Proportionen, die da sind. Also nichts gegen Kühe, auch auf keinen Fall gegen schwangere Kühe, aber du weißt, was ich sagen will. Ja. Es ist wirklich ein stimmiges Bild, wenn du von vorne draufstehst. Er hat die richtige Höhe, hat die richtige Breite. Das Thema Breite, das vergessen viele Leute. Und das Thema Höhe, wie hoch sind wir denn hier jetzt alles über allen? Sind wir 3,40 Meter? Nee, um Gottes Willen. Also dieses Auto ist jetzt so um die 3,10 Meter hoch. Der müsste dann auf einem Mercedes-Benz stehen. Wenn ich den auf einem Fiat nehme, wird er nochmal um ca. 6 cm niedriger. Und natürlich, wie ich schon eben gesagt habe, wenn ich ihn auf einen Iveco nehme, dann wird er natürlich deutlich höher. Aber selbst dann bin ich noch unter 3,30 Meter, also deutlich unter 3,30 Meter. Das heißt, ich komme in den Pinienwäldern auch durch? Komme ich durch, genau. Und ich sag mal, wenn ich jetzt noch Dachklimaanlage oder so aufbaue, die trägt ja noch mal oben auf. Also ich habe hier wirklich, ich sag mal, ein rundes Fahrzeug, in Anführungszeichen rund von stimmig halt. Da stimmen, wie du gerade gesagt hast, die Proportionen. Ja. Und die Breite von 2,27 Meter, ja, ich sag mal, wer schon mal mit so einem Auto rangiert hat oder in der Baustelle auf der Autobahn unterwegs gewesen ist, der ist dann froh in dem Augenblick, dass er nicht mit 2,40 Meter oder gar 2,50 Meter unterwegs ist. Bin jetzt mal gefahren, 2,45 geht gut, wenn dich dran gewöhnt hast. Aber es gibt Leute, die per se sowieso schreckhaft sind. Also der schreckhafte Autofahrer, der ist hier natürlich bedient. Wir springen raus. Ich zeige gerade nochmal 40 Zoll. Das ist wohl das Maß der Dinge heutzutage. Ja, ist bei den XL-Grundrissen, also ob jetzt C-Line, ich gebe dir mal gerade eine Hand, ja, geht. Ob jetzt C-Line oder E-Line oder S-Plus, sobald wir einen XL-Grundriss haben, ist immer der 40 Zöller drin. Und ansonsten haben die Fahrzeuge 32 Zoll TV drin. Ne? Auch hier diese riesen Heckgarage haben wir eben schon gezeigt. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal einen Grundriss. Ja. Dass wir nur mal kurz mal reingucken. Also all diese Fahrzeuge, 35 Minuten. Ja, ich will mal reingucken. Guck du mal rein, ja. Das ist so ein Scherz, weil er heißt Andreas mal rein. Genau, deswegen gucken wir mal rein. So, und hier, das ist ja stark. Die haben sogar schon einen Wechselrichter eingebaut. Ja gut, okay, das ist jetzt eine Ausstattungsoption, die in 99% aller Fälle eh bei so einem Auto geordert wird. Deswegen, warum soll ich nicht auch gleich reinmachen für ein Messefahrzeug? Ne? Schön ist immer, dass du bei einem Karthago hast, kennst du sie eigentlich alle. Die Zentralelektrik sitzt immer hinten rechts in der Ecke drin. Ich muss da nichts rumsuchen, wo hat der das verbaut oder jenes verbaut. Ich erschrecke mich ja manchmal. Wir machen ja aufgrund der Marktsituation dieses Jahr schon stärker im Gebrauchtwagen Geschäft, je nachdem, was wir für einen Gebrauchtwagen da ankaufen, wenn man da in den Zwischenboden reinschaut, dieses Wüst von, und dann hier noch einen Tank reingedrückt, den ich dann über eine offene Seitenklappe befüllen muss, und wenn ich die Elektrik da drin sehe, da steckt man die Hände über den Kopf zusammen. Das ist dann wirklich Wohnwagenbau. So, großer Messerundgang. Wir sind bei Karthago. Es gibt ganz, ganz viele Modelle. Wir werden jetzt uns große Mühe machen, alle einzeln vorzustellen. Und es lohnt sich, hierher zu kommen. Es ist die größte Ausstellung auf einer Messe der Welt. So muss man sagen, Karthago hat hier in Düsseldorf alles aufgefahren, was ging. Ansonsten findet man eine der größten Ausstellungen in Aulendorf. Das ist, das war ein Scherz, in? Aldenhofen. In Aldenhofen. In Aulendorf ist das Werk. Befindet sich unser Werk, ganz genau. Und Aldenhofen ist ja der Name der Welt, wie alle wissen. Und da befindet sich, ich sage jetzt mal, einer der größten Karthago- und Malibu-Ausstellungen Europas. Sehr schön. Andreas Marein, mach mal ein bisschen Werbung für dich. Genau, das bin ich, Andreas Marein. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mich besuchen kommt, hier in, oder vielmehr bei uns in Aldenhofen auf dem Handelsplatz. Informationen zu mir und unserem Handelsplatz erfahrt ihr unter www.karthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marein Caravaning. Oder kauft euch schnell ein Ticket und kommt zum Karaman-Salon nach Düsseldorf. Wir filmen nämlich heute hier am Donnerstag, großer Aufbautag, der letzte Aufbautag, und bald geht's los. Vielen Dank fürs Einschalten. Und mehr Informationen auf www.karthago-center.de. Karthago-center.de, erkennbar übrigens an den roten Schuhen. Tschüss. Genau. Ciao.